Hey, hau Kartoffeln, ein weiteres Diablo 4 Video ist heute auf meinem Kanal für euch am Start und im heutigen Video besprechen wir die aktuelle Lage des Spiels, wie es in Zukunft weitergehen wird und welche Entwicklungen sich seit neuestem ergeben haben. Ich habe ja auch eine kleine Diablo-Pause gemacht, also gucken wir uns doch zunächst einmal die aktuellen Zahlen an. Es ist ja schwierig, wirklich konkrete Spielerzahlen zu bekommen, da Blizzard diese nicht veröffentlicht, aber bei Twitch bekommt man zumindest ein Bild davon, wie ungefähr das Interesse verteilt ist und das ist auf einem absoluten Tiefpunkt momentan. Unter 600 gleichzeitigen Zuschauern. Es ist einfach unter Hogwarts Legacy, Cyberpunk, selbst unter einem Tom Clancy's The Division 2. Und ich meine, selbst Cyberpunk und Hogwarts Legacy, das sind beides Singleplayer-Spiele, wo kein regelmäßig neuer Content kommt. Also dass selbst die, obwohl sie früher rausgekommen sind, noch weiter oben sind, spricht wirklich Bände. Auch wenn sich das Spiel ursprünglich sehr gut verkauft hat, hat es sich leider überhaupt nicht gut über die Zeit gehalten. Die Season hat auch nicht den gewünschten Effekt gebracht und so haben entweder sehr viele Leute aufgehört oder zumindest pausiert, bis neuer Content kommt. Tatsächlich ist so wenig momentan los, dass die toten Server von Diablo 4 die Fans scherzen lassen, dass sie den Einzelspieler-Modus entdeckt haben. Und über die News musste ich wirklich schmunzeln. Schon kurz nach dem Start der ersten Season haben Diablo 4-Zocker das Spiel für tot erklärt. Auch wenn es zunächst übertrieben scheint, ist die miserable Twitch-Zuschauerzahl des Spiels ein Beweis für ein wachsendes Desinteresse. Während Diablo 4 ein fesselndes Spiel mit fantastischen ARPG-Mechaniken und interessantem Buildcrafting sein kann, wobei ich da auch argumentieren würde, dass das Potenzial nicht voll ausgeschöpft wird, haben die Spieler in letzter Zeit einen Mangel an Inhalten und schlechte Itemisierung als Hauptproblem genannt. Und es gibt immer noch den Wunsch nach einem verbesserten Diablo 4-Erlebnis, da die Spieler Blizzard um eine Generalüberholung in Season 2 bitten, um das Spiel wiederzubeleben. Um den aktuellen Stand am Ende von Season 1 zu veranschaulichen, hat der Reddit-Nutzer Easy937 einige Screenshots des sogenannten Einzelspieler-Modus gepostet. Die Reihe von Screenshots, die im Subreddit von Diablo 4 gepostet werden, zeigen die beliebte Durchgangsstraße von Cat Badu ohne andere Spieler. Dies ist eine der größten Städte von Diablo 4 und sie ist normalerweise mit Spielern gefüllt, die in ARPG übliche Arbeiten erledigen. Stark frequentierte Bereiche wie der Schmied, der Schrank oder der Okkultist zeigen keine anderen Spieler. Von der Veröffentlichung von Diablo 4 bis zur Mitte der ersten Season wimmelte es in diesen Gebieten nur so von geschmückten Charakteren, die ihre Ausrüstung zur Schau stellten. Andere Benutzer in diesem Thread waren von den Bildern nicht überrascht, wobei einer erklärte, dass Diablo 4 einfach tot ist. Während die Antworten voller Diskussion über die Unzulänglichkeiten des Spiels waren, hoffen viele Spieler immer noch auf eine Trendwende. Ich denke, das fasst die Situation momentan sehr gut zusammen. Der Release des Spiels war unglaublich erfolgreich. Ich habe gelesen, bis zur Gamescom wurden knapp 12 Millionen Exemplare verkauft, was es zum meistverkauften Blizzard-Spiel aller Zeiten macht. Und ich würde auch sagen, die Stimmung war am Anfang sehr positiv, weil die meisten Leute die Kampagne gespielt haben, wahrscheinlich das Beste am gesamten Spiel und die auch wirklich viel Spielspaß geboten hat. So die ersten 30 bis vielleicht sogar 50 Spielstunden waren ziemlich gut. Aber spätestens ab Weltenstufe 4 und ich würde sagen so ab Level 70 haben sich die ersten Probleme abgezeichnet, dass es auf einmal sehr zäh wird zu leveln und vor allem die mangelnde Endgame-Abwechslung, das ist wahrscheinlich das Hauptproblem, warum die meisten aufgehört haben und keinen Bock mehr hatten ab einem bestimmten Punkt zu leveln. Nur Albtraum-Dungeon auf Albtraum-Dungeon auf Albtraum-Dungeon, ständig das gleiche Layout und die gleichen Gegner, weil man ja meistens die macht, die auch am meisten XP abwerfen und sowieso nicht so viele in der Rotation gleichzeitig sind. Man hat auch schnell sein Equipment zusammen und ja, man levelt eigentlich nur noch, damit man dann den letzten Boss des Spiels besiegen kann oder damit man sagen kann, ja, ich habe Level 100 erreicht, aber es fehlen eigentlich so die richtigen Motivationsziele dazwischen. Gibt uns was auf Level 70 was Neues, auf Level 80 und 90 ständig neue Endgame-Aktivitäten, die man auch nur ab einem gewissen Punkt wirklich angehen kann. Das wäre mal wirklich auch eine Motivationsspritze für die Spieler, länger dran zu bleiben. Aber weil es die nicht gibt, haben eben viele Leute aufgehört. Und auch die Season 1 konnte diesen allgemeinen Abwärtstrend nicht stoppen. Im Prinzip haben die ja so wenig Inhalte dazu gebracht. Diese paar Herzen hat man recht schnell zusammengefarmt und am Grundproblem der mangelnden Abwechslung hat das nichts geändert, sodass es schon nach 2 Wochen deutlich weniger Interesse an Diablo gab. Und mittlerweile, ja, man sieht es, ziemlich leere Server nur noch.
Und dazu kommt noch, und das darf man nicht vergessen, dass seitdem auch viele neue Spiele-Releases am Start waren. Gerade sowas wie ein Baldur's Gate 3, ein Starfield oder jetzt zuletzt Lies of P, das ich auch übrigens auf meinem Twitch-Kanal streame. Also falls ihr euch einen Eindruck verschaffen wollt, schaut gerne vorbei, würde mich sehr freuen. Wenn ihr dieses Video jetzt seht, bin ich auch gerade live bei twitch.tv/kartoffelkönig, also da heiße ich genau wie hier auch auf YouTube. Und ja, diese Spiele zusammen mit eben der mangelnden Abwechslung und der Zähigkeit des Endgames haben dafür gesorgt, dass mittlerweile sehr, sehr wenig Spieler nur noch aktiv Diablo 4 zocken. Manche warten noch gespannt auf Season 2, aber Blizzard versucht natürlich trotzdem verzweifelt, die aktiven Spielerzahlen irgendwie zu halten, jetzt auch noch am Ende von der ersten Season, denn sie wollen ja ein Live-Service-Game haben. Blizzard reicht es nicht mehr, wie zu Diablo 3 Zeiten oder wie ein Path of Exile, ein saisonales Spiel zu haben, also wo die Leute jede Season nur kurz reingucken, 1-2 Wochen zocken und dann weg sind. Nein, sie wollen ja wirklich ein Live-Service-Spiel sein, also dauerhaft die aktiven Spielerzahlen haben. Und da reicht es natürlich nicht, auch nur diese paar Seasons zu machen. Da muss man eigentlich regelmäßig auch während einer Season neuen Content anbieten. Dass man zum Beispiel ab Woche 3 nochmal einen weiteren Endgame-Boss hat. Oder dass man ab einem bestimmten Zeitpunkt eben ein paar Events einführt, die sich auch ständig in der Rotation befinden. Und genau so ein Event gab es auch zuletzt mit dem XP-Wochenende. Aber viel mehr gab es halt auch nicht. Ich habe aber das Gefühl, Diablo hat da so einen kleinen Boost bekommen, die Spieler wieder ein bisschen nach oben getrieben haben. Und ich glaube, das hat sich Blizzard gemerkt. Denn als sie das gesehen haben, dass das gut ankommt, haben sie auf einmal ganz viele Dinge gebracht, die XP hochtreiben. Darunter war Patch 1.1.4, der vor knapp einer Woche gekommen ist und als einziges Gameplay-Update den Gesamterfahrungsbonus des Saisonsegens ohne der Aggression von 8 auf 20% erhöht hat. Und hier ist der Kommentar der Entwickler: Wir haben den Gesamterfahrungsbonus erhöht, um den Saisonsegen wirkungsvoller zu machen und Spielern, die Stufe 100 anstreben, dabei zu helfen, etwas schneller dorthin zu gelangen. Also auch die haben wohl gemerkt, wir haben ganz schön viele Spieler, die so ab Level 70 abspringen. Lass uns das mal ein bisschen einfacher gestalten. Auch dieses XP-Wochenende ist ja schon ganz gut angekommen. Und jetzt vor einigen wenigen Tagen kam noch ein weiterer Hotfix, der dafür sorgt, dass der Erfahrungsgewinn für das Töten von Monstern auf Weltenstufe 3 und 4 erhöht wurde. Und zwar auf Weltenrang 3 nochmal 5% mehr und auf Weltenstufe 4 15% mehr, was ja wirklich eine ganze Menge ist. Und ich denke, damit kann man sagen, dass es noch nie schneller möglich war, einen Charakter auf Level 100 zu erspielen, als jetzt im Moment. Also wenn ihr noch schnell den Season Pass durchleveln wollt oder schnell auf 100 kommen wollt, um über Lilith zu klatschen für die letzte Trophäe im Spiel, dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Aber am Grundproblem hat sich leider nichts geändert. Es dauert zwar nicht mehr ganz so lang, aber es ist immer noch genauso langweilig, auf Level 100 zu kommen. Die Endgame-Abwechslung ist ja weiterhin nicht da. Das ist nur eine vorübergehende Lösung, bis mehr Inhalte nachkommen, hoffentlich in Season 2. Season 2 ist auch ein ganz gutes Stichwort. Da soll ja wirklich alles Mögliche kommen, um den momentanen Zustand wieder gerade zu biegen. Es wurde angekündigt, dass so viele Inhalte kommen werden, dass ein einziger Stream, um die zu präsentieren, gar nicht reichen würde. Rod Ferguson, der Chef des Blizzard Diablo Teams, hat hier gesagt, so viel Zeug in Diablo 4 Season 2, dass Pass Radar 2 Deep Dive Streams hosten muss, um alles abzudecken. Und darauf sagt er, ja, es ist ziemlich viel, ich erwarte, dass beide Streams etwa 2 Stunden dauern werden. Also das ist natürlich der Community Manager, der meistens der Moderator dieser Streams war. Und dazu muss man sagen, selbst der Season 1 Stream ging nur so 1,5 Stunden und die Lagerfeuer-Chats, meistens hatten die nur 1 Stunde Inhalt. Also 2 Streams mit jeweils 2 Stunden, das ist natürlich schon mal eine Hausnummer. Natürlich die Frage, wie sinnvoll die dann auch gefüllt werden, aber große Versprechen auf jeden Fall. Denn neben der Season-Mechanik soll es auch noch eine neue Endgame-Aktivität geben, auf der gleichen Stufe wie Albtraum-Dungeons oder der Baum des Geflüsters oder Höllenflut. Also irgendwas in der Richtung zusätzlich zur Season-Aktivität. Dann noch 5 neue Endgame-Bosse, die hoffentlich auch wirklich in so
Intervallen kommen, wie auf Level 80, 90, dass man dann eben auch Grund hat, die zu bekämpfen und dann neue Etappen zu meistern. Verbunden werden soll das angeblich mit einer Möglichkeit, über Uniques zu farmen. Deswegen sind diese beiden Punkte auch in der gleichen Tabelle. Und auf eine Frage hat Adam Fletcher, der Community Manager, auch gesagt, wie wir auf der Gamescom festgestellt haben, werden über Uniques in Season 2 mit den Ankündigungen, die wir gemacht haben, neu bewertet. Die wird das fast Unmögliche ansprechen, dass hier Leute bemerken. Also, dass man die eigentlich während einer Season überhaupt nicht bekommen kann, weil das viel zu unrealistisch ist. Und mit diesen Bossen soll es wohl eine Möglichkeit geben, an die wirklich besser ranzukommen. Aber daneben natürlich eine lange Liste an Quality-of-Life-Veränderungen darunter, dass man nicht ständig das Ansehen neu farmen muss. Also dieses System kommt im Prinzip komplett raus. Eines der wenigen wirklich neuen Inhalte gegenüber Diablo 3, was sie jetzt rausschmeißen, das hat auch schon wieder ein bisschen was an Bedeutung. Daneben aber natürlich noch die Edelsteine. Die werden nicht mehr Inventarplatz verbrauchen, sondern werden als Handwerksmaterial kommen. Resistenzen sollen endlich richtig funktionieren. Es soll einen Loot-Filter geben. Das Pferd soll durch Barrieren dashen können. Also lauter so Sachen, die eigentlich schon seit der Beta genervt haben, die endlich in Angriff genommen werden, wohingegen sowas wie ein Leaderboard wohl noch länger dauert, also mindestens bis Season 3. Schon ein bisschen heftig, dass solche Änderungen doch so lange dauern zu implementieren, aber da wurde halt auch erklärt, wie das Ganze funktioniert, nämlich dass Season 1 im Prinzip schon bei Release des Spiels fertig war, dass sie also da gar nicht auf Feedback eingehen konnten, wobei man da sagen muss, dieses Feedback gab es eigentlich schon seit der Beta, aber gut, sei es drum. Und vor allem, dass es eben so abwechselnd kommt. Also das Team mit Season 2 hat eigentlich schon vor einigen Wochen die Entwicklung abgeschlossen und es wird schon aktiv an Season 3 entwickelt. Aber bevor wir dahin kommen, ist natürlich erstmal die Frage, wird Season 2 die Leute wirklich zurückholen? Im Oktober werden wir mehr erfahren, ob es reicht und ob wirklich diese ganzen versprochenen Dinge jetzt auch kommen und wie die genau umgesetzt werden. Aber sowas wie neue Klassen, Erweiterung der Fertigkeitsbäume, eine richtige neue Story-Erweiterung, die werden wir niemals in Seasons bekommen, sondern in Erweiterungen. Und darüber hat sich Rod Ferguson auch schon ausgelassen. Es soll nämlich jährliche Erweiterungen in Zukunft geben. Auf die Frage, wie die Zukunft von Diablo 4 aussehen wird, hat er gesagt, aber wisst ihr, es sind Jahre und Jahre, darauf konzentrieren wir uns. Wenn man sich die Veröffentlichung des Spiels und die erste Season ansieht, sehen wir das als eine Grundlage, auf der wir für die Zukunft aufbauen können. Wenn wir uns also unsere vierteljährlichen Seasons und unsere jährlichen Erweiterungen ansehen, sind das die Dinge, auf die wir uns bei unserem Live-Service wirklich konzentrieren. Wir haben Pläne, wir haben Handlungsstränge, die weit in die Zukunft reichen. Wir überspringen immer unsere Seasons und auch unsere Erweiterungen. Also ist es etwas, das wir noch lange tun werden. Wir sind gespannt. Hier also erstmal die Info, nicht nur, dass es jährliche Erweiterungen geben soll, es wird auch schon aktiv an zwei entwickelt, sodass, wenn die erste rauskommt, die zweite schon in den Startlöchern steht und dann direkt schon an der dritten angefangen wird. Also so in diesem Zyklus wollen sie arbeiten. Und wenn man zurückblickt und feststellt, dass zwischen Diablo 3 und Diablo 4 11 Jahre lagen, sorry für den Zahlendreher bei der Übersetzung, fühlt es sich so an, als wären wir unseren Spielern, unserer Community und dem, was sie verdienen, nicht gerecht geworden. Starke Worte. Das ist etwas, das wir in Diablo 4 mit unseren Seasons und unseren Erweiterungen korrigieren. Das hingegen klingt schon mal kritisch, denn wir wollen eigentlich ein fertiges Spiel haben als Zocker. Wir wollen nicht dafür nochmal extra blechen. Und das klingt so, als ob sie extra Content zurückhalten würden für die Erweiterungen, die sie eigentlich schon im Hauptspiel hätten bringen müssen. Denn momentan fühlt es sich nicht nach einem kompletten Erlebnis an. Ganz im Gegenteil, ich bekomme manchmal das Gefühl, dass eine Weltenstufe 5 eigentlich schon geplant war und dann kurz davor doch nochmal rausgestrichen wurde, um die mit weiteren Endgame-Aktivitäten und Bossen als Erweiterungen zu verkaufen. Und natürlich wird das etwas kosten. Diese Erweiterungen sind nicht umsonst. Die werden zwischen 30 und vielleicht sogar 60 Euro kosten und dann jedes Jahr wieder. Und da kann ich vollkommen verstehen, dass das manchen Leuten sauer aufstößt. Jährlich zu blechen, um nur irgendwann mal ein fertiges Produkt zu haben, ist ja sowas von mies. Ich meine, Blizzard kann doch nicht ernsthaft über irgendwelche Erweiterungen reden, während das Hauptspiel noch nicht komplettiert wurde. Ich will nicht für die fehlenden Inhalte, die sie extra davor rausgeschnitten haben, nochmal 50 Euro auf den Tisch legen. Das ist absurd. Man muss dazu sagen, wir kennen jetzt nicht die genaue inhaltliche oder monetäre Vorstellung. Das wird sich dann ergeben.
hoffentlich, wird bis dahin das Spiel auch fertig gepatcht durch die Seasons, aber eben auch mit kostenlosen Content, der das Hauptspiel und auch das ewige Reich so weit versorgt, dass man sagen kann, okay, jetzt könnt ihr auch gerne noch eine Erweiterung obendrauf liefern. An sich habe ich nichts gegen neuen Content, den man dann auch bezahlen muss. Es muss ja nicht alles komplett umsonst sein, aber wie gesagt, dafür muss erstmal das Hauptspiel fertig werden und dann können wir über die Erweiterungen reden. Denn an sich hat Diablo 3 mit Reaper of Souls zum Beispiel ein super geniales DLC bekommen, das das Hauptspiel ordentlich aufgewertet hat. Aber dass das wirklich jährlich kommen soll, lässt mich ein bisschen an der Qualität zweifeln, ob da nicht Quantität über Qualität ist. Also es klingt sehr nach dem Destiny 2 Modell, die fahren ja eine ganz ähnliche Schiene und es ist ja kein Geheimnis, dass Diablo 4 sich extrem an Destiny 2 orientiert hat mit der Shared World, den dynamischen Events, den Weltbossen, den Seasons und so weiter und jetzt anscheinend auch an den Erweiterungen, denn auch da gibt es die Seasons, wobei die auch sogar was kosten, muss man dazu sagen, und den Erweiterungen dann nochmal, die dann wirklich immer das Highlight bieten mit wirklich großen neuen Inhaltspaketen. Die schaffen das auch irgendwie immer, ich würde fast sagen, damit durchzukommen, aber ob Diablo 4 das auch packen wird, ich habe da noch so meine Zweifel, aber wir werden im Oktober zumindest mal mehr über die nächste Season erfahren und dann nächstes Jahr vermutlich auch schon die erste Erweiterung bekommen. Ich vermute mal Sommer, dann ist es knapp ein Jahr nach dem Release. Aber werdet ihr so lange noch dabei bleiben? Werdet ihr Diablo 4 nochmal eine weitere Chance geben? Schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall auf eure Meinung gespannt und versuche, wie immer auf alles einzugehen, sobald es die Zeit hergibt. Verabschiede mich aber jetzt erstmal. Schaut gerne auf Twitch vorbei. Haut rein, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Cut und ciao. Badududum, United Potatoes, badududum, United Potatoes, badududum.